Hallo und herzlich willkommen zu den Prometheus-Nachrichten. Vor 39.000 Jahren ist in Italien ein Supervulkan ausgebrochen, die Phlegräischen Felder. Italienische Wissenschaftler um Antonio Costa haben jetzt herausgefunden, dass der Vulkan zwei bis dreimal so viel Asche ausgestoßen hat, wie bisher angenommen. Die Asche legte sich als mehr als 5 mm große Schicht über weite Teile Südosteuropas mit massiven Folgen für die Umwelt. Was das für die dort siedelnden Neandertaler bedeutet hat, ist nicht bekannt. Die Asche bedeckte aber auch archäologische Fundstätten und direkt oberhalb davon fanden sich keine Fundstücke mehr. Er ist der neue ärztliche Direktor der Radioonkologie am Universitätsklinikum Tübingen, Professor Daniel Zips. Damit tritt er die Nachfolge von Professor Michael Bamberg an, der seinen Job in der Radioonkologie zugunsten der Gesamtklinikleitung aufgegeben hat. Weil die beiden Aufgaben, einerseits die Leitung einer klinischen Abteilung und zweitens des gesamten Klinikums mit fast 9.000 Mitarbeitern, auf Dauer nicht möglich ist. Und dann muss man die Entscheidung treffen. Und ich war fest davon überzeugt, auch einen guten Nachfolger und Nachfolgerin zu gewinnen. Und deswegen werde ich mich die nächsten 5 Jahre auf das Management, also auf die Führung des Klinikums, beschränken. Große Fußstapfen, in die der 41-jährige Zips, Bambergs heimlicher Wunschkandidat, damit tritt. Eine Aufgabe, der Dresdner aber gelassen entgegensieht, denn sein Weg ist klar definiert. Dort weiterzumachen, wie ich die Abteilung von Professor Bamberg übernommen habe. Das heißt, der Patient, der Krebspatient steht bei uns im Mittelpunkt. Wir wollen die besten Verfahren, die besten Bestrahlungstechniken, die nach den neuesten nationalen und internationalen Erkenntnissen zur Verfügung stehen, den Patienten anbieten, wollen uns optimal auf seine Bedürfnisse auch einstellen. Ein Motto passend zu Zips eigenem Forschungsschwerpunkt, der biologisch individualisierten Hochpräzisionsstrahlentherapie, sprich der punktgenauen Tumorbestrahlung, angepasst an die individuellen Herausforderungen einer jeden Krebswucherung und die Bedürfnisse des Patienten. Wo Fachwerk auf ein Betonskelett, Mittelalter auf Moderne trifft, so ließe sich Reutlingen aus Sicht von so manchem Architekten oder Stadtplaner wohl ganz treffend beschreiben. Und weil die Achalmstadt architektonisch von allem etwas zu bieten hat, war sie jetzt für 2 Tage Schauplatz der Tagung des Bundes für Heimat und Umwelt in Deutschland, kurz BHU. Ein buntes Miteinander, Nebeneinander, aber manchmal auch Gegeneinander. Das ist das typische Reutlinger Stadtbild. Denn während sich alt und neu an manchen Ecken gut zu vertragen scheinen, wirken andere Bauensembles auf viele eher befremdlich. Also ich denke, es gibt immer Architektur, die keine besonders herausragende Architektur ist. Das ist gar keine Frage. Die Stadt allein baut ja nicht nur, sondern auch viele private Bauen. Und jeder, der privat baut, muss sich auch darüber im Klaren sein, dass es eine öffentliche Sache ist. Weil auch Privatgebäude sind ja nach außen hin sichtbar und prägen damit ein Stadtbild. Und mit Sicherheit gibt es Gebäude, die man heute so nicht mehr bauen würde. Ob das auch für das Rathaus der Achalmstadt gilt, ist in der Bevölkerung jedenfalls umstritten. In den Jahren 1962 bis 1966 errichtet, ersetzte es das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Verwaltungsgebäude, das einst mitten auf dem Marktplatz stand. Auch damals haben die politisch Verantwortlichen sich sehr genau Gedanken gemacht, was an dieser Stelle richtig ist. Und richtig ist auf jeden Fall, dass ein Verwaltungsgebäude mit so vielen Arbeitsplätzen doch im Herzen der Stadt am Marktplatz steht. Und wichtig ist und richtig ist auch, dass der Ratssaal hier zum Marktplatz hin orientiert ist, weil das ist ja auch der Ort der demokratischen Selbstverwaltung. Und die soll keinesfalls ohne die Bürger vonstatten gehen, auch was die städtebauliche Planung anbelangt. Die Schwierigkeit dabei liegt jedoch auf der Hand. Die einen werden sagen, wir müssen die alte Stadtstruktur wieder aufnehmen. Es gibt ja zwei Pläne, an denen man sich orientieren kann. Die einen sagen, da müssen wir aber auch ein paar historisierende Gebäude machen. Die anderen sagen, na, das passt gar nicht in die Zeit, wir wollen das dann ganz modern machen. Das heißt, sie werden im Prinzip die gleiche Diskussion haben, die man in den 60er Jahren ja auch hatte. Die werden sie wieder haben und es wird wieder einen gewissen Prozentsatz geben, die werden damit zufrieden sein. Andere werden dagegen meckern, ganz scheußlich, das muss eigentlich gleich wieder abgerissen werden. Abgerissen werden musste auch das ein oder andere versteckte Schmuckstück. Wie im Jahr 2010 ein einsturzgefährdetes Gebäude in der Metzgerstraße mit einem mittelalterlichen Kern, das älteste Gebäude der Stadt. Ich habe den Eindruck, dass man in Reutlingen das Thema Denkmalschutz noch nicht allzu lange sehr intensiv betreibt.
Und insofern wahrscheinlich auch das eine oder andere schon kaputt gegangen ist. Aber das, was man jetzt noch so an alten Straßenzügen hat, die auch etwas verwinkelt sind und die Bauflucht eben nicht ganz gerade, wie das heutzutage der Fall ist, dass man das dann erhalten sollte. Schließlich hätten die Bürger ein Anrecht darauf zu sehen, wie sich ihre Stadt über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte entwickelt hat. Denn das erleichtere es jedem Einzelnen, sich mit seiner Heimat auch zu identifizieren. Dispersionskräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Anziehung zwischen Atomen und Molekülen. Sie sorgen aber auch dafür, dass beispielsweise Insekten an der Decke laufen können. Wissenschaftler der Universität Tübingen können jetzt diese Dispersionskräfte messen. Dabei kühlen sie ein Gas aus Rubidiumatomen auf eine extrem kalte Temperatur ab. Die so hergestellte Quantenspitze berühren sie mit einer Kohlenstoff-Nanoröhre und beobachten die Wechselwirkung. Die Methode bietet neue Möglichkeiten für die Erforschung von Materialeigenschaften in der Nanotechnologie. Wenn Eltern schwer an Krebs erkranken, dann ist das für viele Kinder eine absolut traumatische Situation. Der Ehninger Verein Sonnenstrahlen e.V. nimmt sich genau dieser Kinder an. Es sind Erfahrungen wie diese, die den Initiatoren des Ehninger Vereins Sonnenstrahlen e.V. Hoffnung machen und in ihrem Konzept bestärken. Mit ganz unterschiedlichen Angeboten will die spendenfinanzierte Organisation in schweren Zeiten Raum für Leichtigkeit, Hoffnung, aber auch für Trauer schaffen. Jetzt gerade ist eine Naturerlebniswoche zu Ende gegangen. Die Nähe zu Tieren als eine Form der Therapie, die es Kindern in einer für sie nahezu unüberschaubar schwierigen Situation ermöglicht, ihren Emotionen und Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das sind alles Kinder von Eltern, die schwer erkrankt sind oder krebskrank sind. Und es ist so, dass die Kinder oft im Hintergrund stehen. Ich habe auch schon mal den Ausdruck gehört, dass sie als Schattenkinder bezeichnet werden. Sie müssen einfach zu schnell erwachsen werden. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich zu Hause mal Besuche mache, dass sie einfach nicht Kind sein dürfen. Die Dunkelheit im Schatten soll sich im Kontakt mit den Pferden lösen und verschüttete Ressourcen wieder öffnen. Zunehmend öfter werden Tiere psychotherapeutisch eingesetzt, bei Demenzkranken zum Beispiel, bei schweren Depressionen, bei Pflegebedürftigen oder eben wie hier. Die Zuneigung des Pferdes soll geben, was Angehörige selbst oft überfordert. Man muss sich einfach vorstellen, die Erwachsenen sind natürlich voll in Sorge. Zwischen Chemo oder zwischen der Suche der richtigen Therapie und überhaupt, wie man das Leben weiter gestaltet, wie es mit der Familie weitergeht, stehen die Kinder dabei und andererseits doch im Abseits. Bei den Kindern und Jugendlichen kommt das neue Projekt überraschend gut an. Die Veränderungen, die sich in einer Woche beobachten lassen, sie überraschen die Verantwortlichen. In dieser Zeit, ich bin hin und wieder hierher gekommen, habe geschaut, bin ich erstaunt, wie die Kinder sich verändert haben zum Positiven. Nur am Anfang war sehr viel an Aggression, jetzt nicht unbedingt an Gewalt, aber an Laut, an Aggression, an Gewehrgeräuschen, Bomben, Treten, komm, wir kämpfen miteinander. Hat sich alles in der Woche gelegt. Die Kinder sind hier viel draußen an der Luft, sie versorgen die Pferde. Wir machen mit einer Begeisterung den Stall, einfach damit es den Pferden gut geht. Dadurch, dass die so groß und schwer sind, sind die Kinder fasziniert von ihrer Liebenswürdigkeit, wie freundlich die Tiere sind und wie rücksichtsvoll. Therapieangebote wie die von Sonnenklar e.V. gibt es auch in Freiburg und Tübingen und bald in Stuttgart. Die Nachfrage übersteigt aber das Angebot. Nur wissen es vielleicht noch zu wenige, dass es diesen Verein gibt. Und da würde ich wünschen, dass die Information hinausgeschickt wird, dass es diesen Verein gibt, um eben diese Hilfe leisten zu können. Spenden für Sonnenstrahlen e.V. sind deshalb dringend erwünscht und für die Existenz des Vereins absolut notwendig. Geld für das Projekt kann bei der Kreissparkasse Reutlingen unter dem Stichwort Sonnenstrahlen e.V. gespendet werden. Mehr Informationen gibt's im Internet unter www.sonnenstrahlen-online.de. Das waren die Nachrichten von Prometheus, Ihrem Wissenschaftsfernsehen für Baden-Württemberg. Aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Wissenschaft sehen Sie jeden Tag 24 Stunden auf unserem Digitalkanal, landesweit im digitalen Kabelnetz der Kabel BW oder weltweit im Internet unter www.prometheus.tv.
Also schauen Sie mal rein. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.